1988 feiert das Burgtheater sein 100-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass wird Thomas Bernhard damit betraut, ein neues Stück zu schreiben. Es entsteht das Stück Heldenplatz. Was folgte, war der größte Theaterskandal der Zweiten Republik. Die Waldheim-Affäre hatte 2 Jahre zuvor die Gemüter erhitzt und das österreichische Volk zu einer für manche unangenehmen Vergangenheitsbewältigung gezwungen. Die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit in Bernhards Stück wurde zum Skandal. Hochrangige Politiker verschiedener Parteien sprechen sich für eine Absage oder teilweise Zensur des Stückes aus. Als die Premiere stattfindet, gehen die Wogen hoch. Was genau geschah, sehen Sie jetzt in der Neuproduktion Schicksalstage Österreichs, der Heldenplatz-Skandal. Es ist ja schön, dass man einmal ein Theater als Theater bringt. 4. November 1988. Ein Burgtheaterskandal erschüttert das Land. Es geht um nichts weniger als um den Geisteszustand Österreichs. Die hässliche Seite der österreichischen Seele wurde erfolgreich mobilisiert. Ich wache auf und habe es mit der Angst zu tun. Die Zustände sind ja wirklich heute so, wie sie 38 gewesen sind. Die Anständigkeit der Kunst ist immer, dass sie in die Hand beißt, die sie füttert. Ein Wahnsinn, ja, war mir damals nicht bewusst. Erst im Nachhinein. Das Volk hat alles zerstört mit seinem Stumpfsinn. Die Parteien und die Kirche haben alles mit ihrem Stumpfsinn zerstört, der immer ein niederträchtiger Stumpfsinn gewesen ist. Das Stück Heldenplatz verhandelt den Umgang Österreichs mit der Aufarbeitung seiner Beteiligung an den Verbrechen des Nationalsozialismus. Die Kultur ist kein Gericht. Ob das heute gut geht? Ich habe mich am Balkon versteckt. Wir schreiben das Jahr 1988. Ganz Österreich schnippt zum Dauerbrenner Don't Worry, Be Happy. Rapid ist österreichischer Meister. Helmut Österreicher ist Koch des Jahres. Und die U1 feiert ihren 10. Geburtstag. Konrad Lorenz kämpft für seine Graugänse und Friedensreich Hundertwasser um die Beibehaltung der alten Autokennzeichen. Den ersten Aufreger liefert Alfred Rydlitschka, der sein Mahnmal gegen Krieg und Faschismus enthüllt. Österreichs Schicksalstag beginnt mit einer kühlen Prognose. Heute Nacht wird es noch kälter als gestern, denn heute Nacht fehlt die schützende Wolkendecke. Unserer Erde ergeht es wie einem Schlafenden ohne Decke. Er strahlt ungehindert Wärme ab und kühlt dabei völlig aus. Oh Gott, es war kalt. Ich glaube, grau. Wissen Sie, wie es war? Der November ist ja eh der Monat, wo alles passiert. Die schlimmsten Sachen, aber auch die schönsten und die wüstesten. Aber ich den Tagesablauf eines Regisseurs am Premierentag, der ist natürlich immer katastrophal. Vorfreude, Angst, Schrecken. Aufstehen, Zähne putzen, frühstücken. sich um das Kind kümmern. Probe. Ich weiß noch, es war Probe vom 3. Akt. Das weiß ich noch. Und ja, Zeitungen habe ich mir keine geholt. Das war schon genug. Der Premiere von Thomas Bernhards Werk geht eine mediale Schlammschlacht voraus, die ihresgleichen sucht.
Politik und Öffentlichkeit sind über Wochen damit beschäftigt, obwohl der genaue Inhalt des Stücks noch gar nicht bekannt ist. Oh mein Gott, heute ist ja Premiere. Und dann geht's natürlich, hat man ja so seine Rituale, also die man dann auch absolviert. Ich habe mich so auf die Premiere gefreut. Es war eine so tolle Probenzeit und ich, mit diesen Gedanken bin ich durch den Tag. Neben dem Stück ist auch der streitbare Burgtheaterdirektor und Regisseur Klaus Peymann schon Wochen vorher im Visier der Medien. Das war der Tag, auf dem ich als Redakteur natürlich entsprechend gespannt war. Ich glaube, das ganze Theaterleben Österreichs war damals auf Höchstspannung. Weil es hat kaum, also ich habe nie eine Theaterpremiere erlebt, die derartig umkämpft und diskutiert worden ist. Thomas Bernhards Stück am historisch aufgeladenen Heldenplatz im Zentrum von Wien hat durch eine unheilvolle Allianz von Politik und Medien über Wochen die Stimmung aufgeheizt. Selbst im Parlament gehen die Wogen hoch. Es ist doch wohl selbstverständlich, wenn man es mit der Kunst ernst meint, dass man selbstverständlich auch die kritischen Produkte in der Subvention mit einbegriffen sind. Weil sonst haben wir doch nur bitte eine Hofkultur und ein Hoftheater. Wir wollen auf den Regisseur Peymann nicht verzichten. Wir wollen aber auf den Direktor Peymann rasch verzichten, bevor das geschieht, was nicht der Fuchs hier ganz erregt ruft, sondern was die Frau Bluha in großer Sorge gesagt hat. Was die Frau Bluha, was der Herr Mulia, was viele bekannte Persönlichkeiten des Ensembles immer wieder gesagt haben, es ist das Theater in Gefahr. Und das können wir nicht hinnehmen. Die ÖVP hat damals erstens den Thomas Bernhard der Psychiatrie anheimempfohlen und zweitens, was noch viel schlimmer ist für eine bürgerliche Partei, gefordert, dass das Stück abgesetzt wird, dass es nicht aufgeführt wird. Ja? Sie wollte praktisch Zensur, sie wollte das verbieten. Und die Sozialdemokraten haben die Freiheit der Kunst verteidigt. Und haben gesagt, man, das muss aufgeführt werden und Bernhard ist ein wichtiger Dichter und es muss möglich sein, seine Kritik, und haben das verteidigt. Zensur wird es in Österreich nicht geben. Auch nicht in der indirekten Weise, dass man anstelle des Stückes den Direktor absetzt. Und ich möchte auch verschiedentlich erhobene Forderungen zurückweisen, das Theaterstück Heldenplatz nicht mit öffentlichen Mitteln zu fördern. Denn Vorschläge dieser Art sind ein klassischer Fall von versteckter Zensur und würden nur auf eine andere Art und Weise verhindern, dass das Stück aufgeführt wird. Wenn es Ihnen um das Burgtheater geht, wenn es Ihnen um das Geistige geht, dann darf ich doch nicht auf derartig Bornierte, derartig Menschendenunzierende, derartig im Sinne der Kunstfiguren Bernhards redende Weise agieren. Ich verstehe das nicht, da gehört doch mehr Gelassenheit her. Ich war damals relativ neu als Kulturstadträtin von Wien und dieser Tag war für mich ein sehr aufregender Tag, weil ich mich vorher sehr exponiert hatte. Ich habe das Stück nicht gelesen, ich kenne es nicht. Aber Sie rufen doch ständig nach Weisungen und nach Eingreifen. Also, Sie verlangen von der Frau Minister, sie soll eingreifen. Ich habe von der Frau Minister das überhaupt nicht verlangt. Ich habe gemeint, dass sie der Sache nicht gewachsen ist. Das merkt man ja deutlich. Aber Kunst ist nicht gerade das, wo sich das Eingreifen als die beste Reaktion oder Aktion herausstellt. Ich sage Ihnen, ich glaube, es ist die Aufgabe eines Politikers, einen Theaterdirektor zu holen. Das ist seine totale Verantwortung. Und ich war den ganzen Tag nur nervös. Und ich habe mir immer gedacht, ob das heute gut geht. Ob das heute gut geht. Und dann habe ich den ganzen Tag gearbeitet im Büro. Und dann habe ich beschlossen, mit meinem Freund Franz Schuh in diese Premiere zu gehen. Der war nämlich lässig genug und er hat gesagt, wird schon, wird schon. Schon am Nachmittag hat sich vor dem Burgtheater eine aufgebrachte Menschenmenge versammelt. In den Parolen manifestiert sich die Konfrontation zwischen Gegnern und Befürwortern in erschreckender Deutlichkeit. Ich bin dann relativ früh,
weil ich noch mal schauen wollte, ob alles gut eingerichtet ist und so, bin ich dann hierher gegangen zu Fuß. Dann war die Straße schon voll, nachmittags um 6. Es bleibt nicht nur bei Parolen. Die Polizei ist alarmiert. Der Burgtheaterdirektor steht unter Personenschutz. Man wusste ja von vorher schon, was Tage zuvor alles gewesen ist mit Reifen aufstechen und was weiß ich für ein Blödsinn die Menschen da gemacht haben. Unwissend, worum es wirklich geht, das ist das, was mich am meisten erschüttert hat. Peimann ist kein Burgtheaterdirektor, der sich vor seinem Publikum versteckt. Sie müssen erst lernen, Österreicher zu sein. Das muss man lernen. Das gehört mit. Ich bin auf dem Wege noch von einer Frau verprügelt worden. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Die hat mit ihrem Regenschirm, ich weiß das Wetter nicht mehr. Ich kann mich nicht erinnern. Ich weiß nur, die hatte einen Regenschirm und hat mich verprügelt. Also ich glaube, das heutige Theater weiß gar nicht, was es damals konnte. Ich meine, die Leute, die sich das anschauen, sind meiner Meinung sowieso Arschlöcher. Sie sind ein Besucher? Ich bin ein Besucher. Fühlen Sie sich verärgert durch die Demonstration hier, gestört beim Theaterbesuch? Nicht, das ist typisch österreichisch, dass etwas, was die Wirklichkeit in Österreich aufzeigt, versucht wird zu verhindern. Für mich nicht im geringsten gestört. Es ist normal in dem Land. Nein, es ist ziemlich viel los. Wir kennen das Stück selber auch noch nicht, aber eben auch nur die Passagen daraus bekannt sind und uns interessiert das Ganze und wir wollen es uns deshalb auch anschauen. Wir sind dann gemeinsam zum Theater gegangen. Und da waren links Leute, die einen Misthaufen abladen wollten. Rechts waren randalierende Rechtsradikale. Thomas Bernhards Werk ist dafür bekannt, dass es nicht nur die Fantasie seiner Leser beflügelt, sondern auch die seiner Gegner. Stinkt schon, ich steig schon rein. Pferdemist, ein perfekter Pferdemist. Frischer, ganz frisch. Tausendwasser ist mein Künstlername und in dieser Eigenschaft bin ich als Künstler hier und daher soll mich symbolisch, dass hier Mist aufgeführt wird und hier Mist aufgeführt wird. Das ist symbolisch und hier ist Naturmist und dort ist Kunstmist. Ja, auf jeden Fall, der Haufen war ja nicht hoch, ja, also der war hüfthoch vielleicht in meiner Erinnerung, ja. Und da ist er halt gelegen, naja, sonst war nichts, ja. Also mit einer, ja, eine Fuhre eben, ja. Ich kenne eine Passage, die reicht mir. 6-5 Millionen Österreicher sind debile. Ein Volk, das sich das bieten lässt, ist tatsächlich debil. Aber wir sind nicht debil. Wir sind auch kein Naziland. Das ist ein Schwindel. 88 bin ich gerade stottert worden im Jänner. Umwelt, für Umwelt, insofern für den Mist noch zuständig. Ja. Wegrammer. Ganz pragmatisch gesehen, ja. Wegrammer. Wenn man es vorher nicht weiß, kann man es auch nicht verhindern. Und nachher, ja, unaufgeregt wegrammer. Ich meine, das kommt natürlich darauf an, wann sowas passiert vor einem Burgtheater. Anlässlich einer Theateraufführung. Dann verstehe ich, dass natürlich Der Dramatiker und der Direktor da halt sie entsprechend aufregen. Und es ist zu Recht auch, weil der politisch, es geht ja nicht um einen Mist, sondern es geht um den politischen Hintergrund, der natürlich reaktionär ist bis zum Exzess. Der Kopf wird Ihnen gewaschen. Wir haben das Bedenk, ja. Was ist nicht alles nur Unkultur? Den Blödsinn, was Sie verzapfen, ist die größte Unkultur. Wir sind gegen die Aufführung, wir sind gegen die Zustände, die jetzt
Burgtheater herrschen, weil wir es nicht einsehen, dass mit Steuermitteln Sachen da veranstaltet werden, wo nicht nur, sagen wir, wir etwas dagegen haben, sondern sehr viele, die sich vielleicht nicht gleich artikulieren. Es ist schon schockierend, muss ich sagen, wie die Leute das auffassen und wie viel Politik da jetzt mit reinkommt und vor allem, wie eben die rechte Seite reagiert. Da die Leute, das sind eigentlich lauter Linke. Die haben auch von nichts Ahnung, was eigentlich Patriotismus ist. Wenn es Leute nicht wollen, dann brauchen sie nicht herkommen, sollen sie zu Hause bleiben. Aber das ist vielleicht diese Kraft, die magische, die Theater und Oper in dieser Stadt hat. Und an sich sollten wir ja froh sein, dass unsere Menschen so reagieren. Und man darf sich daher auch nicht aufregen, wenn die Bevölkerung vielleicht überzogen reagiert. Wissen Sie, mich stört überhaupt nicht, dass es viele Bürger gibt, die von vornherein eine Sache ablehnen, die sie gar nicht kennen. Das ist das Recht eines Bürgers, schon auf Vermutung hin in der Öffentlichkeit zu sagen, da bin ich aber dagegen. Thomas Bernhards Abrechnung mit der österreichischen Nachkriegsgeschichte ist ganz in der Gegenwart angesiedelt. Ein von den Nazis in die Emigration getriebener Professor ist nach Wien zurückgekehrt. Seine Erkenntnis, dass sich nichts geändert hat, treibt ihn in den Selbstmord. Er stürzt sich aus dem Fenster seiner Wohnung am Heldenplatz. An diesem Punkt setzt das Stück ein. Der Anzug ist nicht einmal zerrissen. Ein kleines Loch in der Weste. Dann bin ich da ans Fenster gegangen. Zitternd. Wobei, ich habe mir da noch mal das Bild angeschaut. Das ist wirklich ein sehr schönes Bild. Dieses Riesenfenster und dieser Blick hinaus. Und dann diese Gestalt davor. Ist wirklich sehr, ist ein schönes Bild. Ja, und dann heißt die Vorstellung, wir fangen an. Dann geht der Vorhang hoch. Und dann kann man nichts mehr machen, außer spielen. Der Professor Robert hat ja Herzschwäche. Letztes Stadium. Jetzt kommt wieder die Zeit, die für ihn die schlimmste ist. Das Frühjahr ist immer schlimm. Dann begann diese Premiere und die Schauspieler waren, glaube ich, noch nervöser als ich. Weil das Zimmermädchen, also die da bügelt, die erste halbe Stunde oder noch länger, die Frau Zittel heißt sie, glaube ich, im Buch, die war so nervös, dass sie an irgendeiner Stelle in den Souffleurkasten hineingerufen hat, was? Und ich mir dachte, so, erstmals jetzt ist aus. Zum Glück hat sie die Zittel, also die Römer, was glaube ich, dann wieder da fangt. Der Herr Professor hat mich nach Graz eingeladen. Auch nach Graz eingeladen, in das Nazi-Nest, in die absolute Unstadt, wie er immer gesagt hat. Als Mantelträgerin. Ich war bei der Heldenplatz-Premiere und kann mich sehr gut an den Tag erinnern. Und die Zeit davor, die, ich glaube, Wochen davor, waren ja unglaublich, war eine unglaublich hitzige Zeit. Man darf die Krone als Machtfaktor in Österreich, als konservativer Machtfaktor nicht vergessen. Da ist groß mobilisiert worden. Warum? Weil es möglich ist. Um sozusagen diese für mich hässliche Seite Österreichs am Leben zu erhalten, ihr frisches Blut zuzuführen. Eine Schauspielerin wahrscheinlich hat den Text, der unter Verschluss war, den Zeitungen gegeben. Und in dem Stück sind ja so einige herzhafte Wahrheiten über Österreich. Ich nahm die Kronenzeitung, die ich sonst nicht lese, aber da sie mich täglich auf dem Titel hatte, hatte am Tag der Premiere eine Fotomontage gezeigt, das Burgtheater in Flammen.
und die Zeitung schreibt, anzünden. Zündet's einfach an. Wäre das nicht schön? Brandstiftung. Brandstiftung. Also in der Metapher, natürlich war das auch eine Art Brandstiftung von dem Bernhard. Ich muss sagen, ich bin ein Anhänger der Kronenzeitung, weil für diese alte Frage, wie sind wir das oder nicht, ist die Kronenzeitung immer das beste Auskunftsmedium gewesen. Ich fahre mit dem Taxi und dann sehe ich, dass die Kronenzeitung im Siegel liegt und sage, was sagen Sie denn jetzt zu dem ganzen Wirbel? Ja? Und der hat gesagt, wissen Sie, ich finde, das ist schon was Besonderes. Ich glaube nicht, dass es ein anderes Land gibt, wo ein Theaterpremier zur Schlagzeile von der größten Zeitung wird. Ich meine, das kann ich diesen einen Dachsler nicht hochrechnen, aber wenn man sagt, wenn die Mehrheit der österreichischen oder der Wiener Dachsler so ist, dann ist es ein gutes Land. Bühnenskandale mit großer Wirkung sind in der Geschichte Österreichs nicht neu. 1980 entfesselte Gottfried von Einems Oper Jesu Hochzeit einen Theaterskandal, der in ganz Österreich zum Gesprächsstoff wurde und Protestprozessionen zur Folge hatte. Damals ging es um den Vorwurf der öffentlich geförderten Blasphemie. Bei der Aufführung von Arthur Schnitzlers Reigen 1921 veranstalteten Christlich-Soziale und die Kirche Kundgebungen. Im Theater waren Störer positioniert, die zum verabredeten Zeitpunkt den Saal öffneten. Zuschauer wurden verprügelt und mit Stühlen beschmissen. Schnitzlers Reigen wurde verboten, der Autor geächtet. Österreichs Verhältnis zu seinen Künstlern ist ein schwieriges Terrain. Gewiss ist ihnen nur die Wertschätzung nach dem Tod. Die Staatspreise für Literatur in den 1950er Jahren wurden durchwegs an Autoren vergeben. Franz Karl Ginzke, Wagerl und so weiter, die sowohl im Austrofaschismus als auch im Nationalsozialismus eng mit dem Regime verbunden waren. Niemand aus der Gruppe der geflüchteten Autoren, die noch am Leben waren, und einige waren noch am Leben, Vicky Baum war noch am Leben, Elias Canetti war noch am Leben, also es gab schon noch Leute, denen man den österreichischen Staatspreis für Literatur hätte geben können, aber denen gab man ihn nicht, sondern nur denen, die sowohl mit Austrofaschisten als auch mit Nazis affiliiert waren. Seit 1946 sind die Salzburger Festspiele das Aushängeschild Österreichs und glätten aufkeimende Wogen kritischer Kultur. In Hugo von Hofmannsthals Jedermann am Domplatz ist die katholische Welt 2 Wochen pro Jahr in höchster Ordnung und in bester Kulisse. Wenn wir wissen, dass bis Anfang der 1960er Jahre Bertolt Brecht an österreichischen Bühnen nicht gespielt wurde, weil er eben bekämpft wurde von bestimmten sehr einflussreichen Theaterkritikern wie Hans Weigel und Friedrich Thorberg, dann sieht man, dass eben Theater und Kultur Austragungsort von politischen, ideologischen Konflikten sein kann. Nach dem Jahr 1986, dem Aufstieg Haiders und der Wahl Waldheims, ist das Land gespalten. Die eigentliche Geschichte von dem Heldenplatz-Skandal hat eigentlich im August begonnen, für mich schon, wie die Sigrid Löffler das erste Mal in einem Artikel über den neuen Kulturkampf Österreichs über Tabore, Beimann und Rödlitschka aus dem Zusammenhang gerissen, Zitate von dem wohl ganz gehüteten Text von Thomas Bernhard ins Profil gesetzt hat. Ich weiß bis heute nicht, wie sie zu diesen Zitaten gekommen ist, ob das eine Idee von Klaus Peimann war, dass man ja ein paar Sachen steckt. Nach einem ersten Zitat im Profil mehren sich die Proteste und die aus dem Zusammenhang gerissenen Zitate in der Tagespresse. Es ist ein ganz normaler Werbeträg. Ne? Die sagen, es ist was streng geheim.
Und dann zünde ich die Aufmerksamkeit an und wirf ein paar Hötzeln in Form von irgendwelchen Zitaten, wie zum Beispiel, wo sich die Kronenzeitung so wunderbar aufgeregt hat über 6,5 Millionen Debile. Wenn man das heute macht, müsste man die Zahl ja eigentlich evaluieren. Es war mir nicht schwierig, aus dem Ensemble heraus an den Text zu kommen. So war es auch. Ich habe dieses Stück vorher gelesen, fand, dass es ein schwaches Stück ist, dass Thomas Bernhard nicht mehr viel Kraft hatte, die Sprachkraft hat nachgelassen, es war schlampig zusammengezimmert, die dramaturgische Konstruktion war ziemlich armselig. Er hat alle seine Ressentiments, alle seine Vorurteile, alle seine Lieblingsfeinde und Reizthemen in diesen Text hineinverpackt. Man hat das alles, wenn man die Stücke gekannt hat, wiedererkannt. Es war sozusagen ein Recycling aller seiner Themen, seiner alten Motive. Und die Frage, kann sich ein subventioniertes Theater, können wir diesem Theater erlauben, über uns Dreck auszuschütten? Wo kommen wir da hin? Ich meine, das ist eine ganz kranke Fragestellung. Aber das war damals so. Und dann hat sie auch geheißen, vom Haider hinaus mit dem Schuft. Und der Grundtenor der Kronenzeitung war aus, fertig, kündigen und gehen wir. Heim ins Reich. Es ist jetzt genau 21 Uhr und 44 Minuten. Im Burgtheater ist gerade große Pause beim Heldenplatz. Und im Burgtheater in einer Loge ist Karl Löbel. Guten Abend, Herr Löbel. Guten Abend, Herr Hochner. Herr Löbel. So leer, wie hinter mir der Zuschauerraum ist, ist das Haus natürlich heute Abend nicht. Denn das Burgtheater ist ausverkauft und nicht nur ausverkauft, fast überfüllt. Vor dem Burgtheater haben die Aufräumarbeiten begonnen. Ein paar Hartnäckige betreiben weiterhin Vergangenheitsbewältigung auf Wienerisch. Vergessen wir, schweigen! Genau, die österreichische politische Tugend Nummer 1. Ja, du bist ein Judenbuhr! Bist ein Schäfer! Nazis raus! Nazis raus! Nazis raus! Nazis raus! Durch diese ganzen Aufregungen und Proteste und Widerstände habe ich mir gedacht, na, das möchte ich schon anschauen. Und habe, also wenn wir sagen, am Freitag war die Premiere, habe ich am Dienstag begonnen, Karten zu suchen. Und damals noch ohne Internet Kartenbüros durchgerufen. Und da war das wirklich so, dass manche, also haben einfach gesagt, nein, habe ich keine Karten. Und einer hat sogar gesagt, für so ein Stück verkaufe ich keine Karten. Das Haus ist trotzdem ausverkauft. Und das nicht nur bei der Premiere von Heldenplatz. Zum ersten Mal in der Zweiten Republik zieht das Burgtheater junges Publikum an. Der vor 2 Jahren nach Wien geholte Klaus Peymann provoziert und polarisiert mit seinen radikalen Änderungen in Ensemble und Stückauswahl. Es ging darum, dass das Heilige Burgtheater, ein sozusagen nationales Bühnenheiligtum, nun plötzlich in deutsche Hände gefallen ist. Dass Klaus Peymann kam aus Bochum und dieses Haus übernommen hat. Er ist nicht allein gekommen, sondern hat große Teile seines wirklich wunderbaren Ensembles mitgebracht. Aber es gab natürlich Reibereien zwischen den alteingesessenen Burgtheater-Schauspielern und dieser zugereisten neuen Truppe. Peymann ist ein begnadeter Selbstdarsteller, aber er ist sicher kein Diplomat. Und er hat schon einige PR-Fehler gemacht, hat sich im Haus unbeliebt gemacht durch ziemlich goscherte Interviews. Nassforsch würde er sagen, ich sage goschert. Klaus Peymann gab ein wunderbares Feindbild ab. Nicht? Also einerseits hat er viele der beliebten Burgtheaterstars nicht mehr beschäftigt. Die sind dann an andere Bühnen abgewandert, aber das alte Burgtheater und das alte Burgtheaterpublikum war da natürlich vor den Kopf gestoßen, als dann plötzlich deutsche Schauspieler mit deutschem Akzent die Bühne des Burgtheaters bevölkerten und nicht mehr Fritz Mulia. Das war ein großer Schock.
da war dieser wichtige Satz, der uns alle so aufklärt: Wir wollen die alten Zöpfe abschneiden. Wenn man sagt, hallo, alte Zöpfe, wir sind eigentlich keine alten Zöpfe, wir fühlen uns wohl, wir machen eigentlich gutes Theater. Also wir haben das als feindliche Übernahme betrachtet, muss ich ganz ehrlich sagen. Im Nachhinein gesehen ist alles ganz anders, weil es war mir zum Beispiel damals nicht die politische Brisanz dieser Entscheidung bewusst im Jahre 86. Es war ein Wahnsinniger natürlich, es ist er noch immer, aber damals war er am Höhepunkt ja, seiner Karriere auch letztlich und am Höhepunkt seines Wütens. Warum war er ein Wüterich? Weil er die Hälfte des Ensembles gegen sich hatte. Das ist ja so weit gegangen, dass in der Kantine die Schauspieler die Österreicher-Partie auf der einen Seite gesessen sind und auf der anderen Seite sind die Biefke gesessen. Das Burgtheater war fest in den Händen der erwachsenen Abonnenten. Es gab keine Kassen mehr. Es war immer voll, weil da nur Abonnenten saßen. Die kannten sich schon seit 30 Jahren und vererbten das Abonnement und die sind dann zusammen eingeschlafen. Das erste Mal in der Geschichte des Burgtheaters wurden in einem Monat 20 zeitgenössische Österreicher im Burgtheater gespielt. Nicht da unten im Keller und nicht im Akademietheater, in der Burg. 1400 Leute. Und da, dass dann so ein nationales Stück wie Heldenplatz möglich wurde, das habe ich mir damals natürlich im dunklen November nicht träumen lassen. Die Umgebung des Burgtheaters wird zur Inspiration für das Bühnenbild von Karl Ernst Herrmann. Der Volksgarten ist auf diese Weise zu einer bleibenden Erinnerung an das Stück Heldenplatz geworden. Und dann war es sehr schön, wie der Vorhang hochgegangen ist und das Bühnenbild auf uns alle gewirkt hat. Und es war wirklich durch den ganzen Zuschauerraum ein Oh. Weil, wenn man sich erinnert, das Bühnenbild hat ja sozusagen das Burgtheater am Ring die Außensicht gespiegelt. Das war irrsinnig schön. Und dann ist losgegangen und es war super. Ich kann hier nicht mehr existieren. Ich wache auf und habe es mit der Angst zu tun. Die Zustände sind ja wirklich heute so, wie sie 38 gewesen sind. Es gibt jetzt mehr Nazis in Wien als 38. Du wirst sehen, alles wird schlimm enden. Dazu braucht es ja nicht einmal einen geschärften Verstand. Die Heldenplatz-Premiere war für Peymann der Moment, wo er gekippt ist vom Regisseur wichtiger Neuinterpretationen des Theater, von Theaterstücken oder einer Neupositionierung des Theaters als Literatur- und Kulturraum. Das ist gekippt in ein Diskurschaos außerliterarischer Themen. Ja? Also darf man die Nation beleidigen? Wie ist man politisch positioniert? Ist man linker, ist man rechter, ist man konservativ, ist man progressiv? Das hat ja alles nichts mehr mit dem Text, aber mit dem Theater zu tun gehabt. Ja? Und das ist ja das, wo man heute eigentlich rückblickend auch sich selbst kritisieren muss. Ja? Wir haben geglaubt, wir verteidigen die Literatur und wir haben einen verteidigt, der einfach mit einem Feuer gespielt hat, das nicht das Feuer der Literatur war. Der Rosengarten neben dem Burgtheater steckt in Sack und Asche, als ob das blühende Österreich sein wahres Gesicht verbergen wollte. Die Besetzung war ja mal ursprünglich eine andere gewesen. Also das weiß man ja, glaube ich. Also das wäre ja der Michael Reber gewesen, die Gertraud Jesserer und Elisabeth Orth. Und die haben dann entschieden, nicht mitspielen zu wollen. Und daraufhin kam Wolfgang Gasser und Kirsten Dehne und Elisabeth Rath wurden dann besetzt. Der Schauspieler wollte dann nicht mehr spielen, nachdem ich da was erzählt hatte über die Proben, was einfach stimmt. Dass die Proben sind nicht harmlos, die Proben sind auch nicht in Harmonie, die Proben sind Schlachten. Der Schauspieler zum Regisseur, der Regisseur zum Schauspieler, alle gegen das Stück, alle gegen die Technik. Wer da diesen Harmoniegedanken in die Welt setzt, schafft die Kunst ab. Ausgefressene Schriftsteller gehen in die Gefängnisse und lesen den Gefangenen ihren verlogenen Dreck.
als Kunstwerke vor. Eine zynische Welt. Die ganze Welt ist ein einziger Zynismus. Eine durch und durch verkommene Welt, mit der ich nichts mehr zu tun haben will. Das war das große Wunder, dass der milde Gasser plötzlich eine Wiener Boshaftigkeit und eine Kraft finden konnte, weil er nämlich etwas wusste, was ich nicht wusste. Was ist mit den Wiener Juden gewesen, die in die Emigration gegangen sind? Das Stück handelt ja davon, dass ein Emigrant zurückkommt nach Wien in der Hoffnung, dass das jetzt keine Nazistadt mehr ist, wie sie es war. Und sieht, die Nazis sind immer noch da. Die Nazis sitzen im Untergrund und sind immer noch da. Das wusste der Thomas Bernhard, das wusste der Wolfgang Gasser. Naja, ich habe teilweise das empfunden, was ich mir vorgenommen habe. Teilweise, überraschenderweise, na, ganz einfach muss man sagen, das Publikum hat mir geholfen. Weil ich habe irgend, vielleicht täusche ich mich, aber es war doch, man kann ja nicht allein Theater spielen. Und ich habe trotzdem, trotz aller der Befürchtungen, die da waren, habe ich gespürt, dass das Publikum mir mithilft. Und die bösen Zurufe, die platten Zurufe, wie reagiert man da? Erstens einmal reagiert der Text von sich selber aus schon, weil ja jeder Zwischenruf sofort mit dem nächsten Satz beantwortet ist. Nicht? Das ist ja genial. Das ist sicher nicht bezweckt von Beimann, aber es liegt in der Natur dieses Textes nicht, dass jeder Zwischenrufer sofort seine Antwort kriegt. Und dann natürlich eine Schauspielerin wie die Therese Affolter, die da ein tolles Dienstmädchen gespielt hat, so geheim und böse und wusste Bescheid. Oder dann die Marianne Hoppe, die einen kurzen Auftritt hatte, der aber gesessen hat wie ein Stich. Das wird nicht leicht sein, das Haus zu verkaufen. Ich hab's nicht einmal gesehen. Wenn die dann schreit, rumpf, wenn sie im Suppenteller. Das Ganze war ja eine absurde Idee, wieder nach Wien zu gehen. Aber die ganze Welt besteht ja nur aus absurden Ideen. Das war Bernhards Idee, der hat gesagt, das soll die Hoppe spielen. Ich habe die Hoppe dann angerufen morgens um 6 Uhr, Hoppe, Sie müssen jetzt sofort kommen. Und die war sich dann nicht zu schade, wie so manche sozusagen vermeintlicher Star vom Wiener Burgtheater damals. Es war ja alles fest in den Händen der Stars. Die konnten machen, was sie wollten, die Intendanten hatten nur zu gehorchen. Das war bei mir natürlich nicht der Fall. Also auf jeden Fall, die Marianne Hoppe hat dann diesen Schluss gespielt und dann war der Triumph da. Es war dann ein Sieg der Wahrheit. Was verbindet Bernhard mit Peymann? Ist es eine konspirative Schicksalsgemeinschaft über gesellschaftliche Schranken hinweg? Der Linke Klaus Peymann und der Bürgerliche Thomas Bernhard. Thomas Bernhard, geboren 1931 in den Niederlanden, wurde zu einem der bedeutendsten Schriftsteller Österreichs. Meine Existenz hat zeitlebens immer gestört, schreibt er. Mein ganzes Leben ist Störung. Was waren die Grundwerte, an die Thomas Bernhard geglaubt hat? Dann würde ich sagen, er war vielleicht, weiß ich nicht, ein Monarchist vielleicht. Aber er war auf jeden Fall ein Nihilist. Er war selbstverliebt. Narzisstisch, glaube ich, sehr stark geprägt. Und es hat ihm eine große Schadenfreude gemacht, wenn sich das ganze Land über ihn aufgeregt hat. Das hat ihn eigentlich erst lebendig gemacht. Dann hat er sich lebendig gespürt. Dabranitzky hat zu mir gesagt, Peymann, wir haben doch jetzt dieses Bedenkjahr. Das war für die, die das historisch nicht mehr wissen, das war das Jahr, wo man sich erinnern wollte, dass man ja auch mit den Nazis zu tun hatte und vielleicht sogar selber auch der ein oder andere kraftvolle Nazi war. Wir haben dieses Bedenkjahr. Wollen Sie nicht Ihren Freund Thomas Bernhard dazu bitten, zum Bedenkjahr ein Stück zu schreiben? Pflichtgemäß, weil ich Wanitzki irgendwie sympathisch fand, habe ich den Bernhard gefragt. Ich habe gesagt, Bernhard, der Wanitzki hat mich gebeten, ich soll mit Ihnen reden, ob Sie nicht ein Stück zum Bedenkjahr schreiben. Und dann hat er gesagt, sagen Sie mal dem Freund Wanitzki, es kommt überhaupt nicht in Frage. Wenn man jetzt nachdenkt, 86, Peymann übernimmt die Burg, Haider übernimmt die FPÖ,
Waldheim übernimmt die Hofburg. Und diese Kumulation von historischen Ereignissen und dann noch dazu zwei Jahre später das Gedenkjahr, wo, glaube ich, der Klaus Peimann, das würde er wahrscheinlich eher erzählt haben, den Bernhard gebeten hat, er möge ein Stück über das Gedenkjahr schreiben, 50 Jahre Anschluss. Und der Bernhard gar nicht wollte. Der hat gesagt, ja, seine Idee war eigentlich, dass alle arisierten Geschäfte der Innenstadt ein Plakat raushängen, dieses Geschäft ist judenfrei. Gute, scharfe Idee. Ich bin mit dem Taxi gefahren vom Imperial oder vom Café Imperial zur Burg mit dem Taxi, weil der Bernhard da nicht gehen konnte. Und hat er zu mir gesagt, schauen Sie da oben, da spielt mein neues Stück. Da war der Stadtschulrat da oben. Ich weiß bis heute nicht genau, wo es ist, aber es war eine Wohnung, von der man die wilden Schreie Heil, 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 Heil. Das hat man da oben gehört. Und da saß der rückgekehrte Immigrant und dachte, mein Gott, sind die Nazis wieder da? Und ist aus dem Fenster gesprungen. Das ist das Stück. Also das heißt, ohne es zu wollen und ohne es zu wissen, hat Wanitzki diese literarische Bombe gezündet. Thomas Bernhard hatte natürlich kaum Überzeugungen. Er hatte aber den Drang, sich aufzuschwingen zum großen Abkanzler Österreichs und zum großen Generalabrechner und Generalbeschimpfer. Ich verstehe völlig, dass Kunst nicht immer, aber gerade in solchen Situationen auch provokant sein muss, auch zuspitzt, auch über ein sogenanntes normales Volksempfinden, was immer das ist, ne? Da so Aspekte, weit über das hinausgehend, Widerspruch herausfordernd, einfordernd, die Auseinandersetzung zum Beispiel über unsere Geschichte, aber auch über unser aktuelles Verhalten in den verschiedensten Fragen. Welche Haltungen er dann jeweils politisch, historisch eingenommen hat, das war variabel. Also da war er ziemlich mobil. Und das waren halt einmal war es der Antisemitismus, ein anderes Mal waren es die Katholiken, ein drittes Mal waren es die Nazis. Und in dem Stück wird hauptsächlich die Sozialdemokratie beschimpft. Ja? Die ganze Regierung, die ganze ÖVP, niemand ist dort gewesen. Aber beschimpft wurden die Sozialdemokraten und vor allem der sozialdemokratische Kanzler Wranitzky. Ja? Die, die die Kunst verteidigt haben, wurden beschimpft. Die, die das Stück absetzen wollten, hätten sie eigentlich zurücklehnen können und sagen, nur no, beschimpft ihr die anderen. Die Sozialisten heute sind im Grunde nichts anderes als katholische Nationalsozialisten. Den Sozialismus haben die österreichischen Sozialisten schon in den frühen 50er Jahren umgebracht. Seither gibt es in Österreich keinen Sozialismus mehr. Der 4. November neigt sich dem Ende zu. Und das mit großem Applaus. Trotz Medienkampagnen und Zwischenrufen aus der Politik wird Thomas Bernhards Stück zu einem grandiosen Erfolg. Heldenplatz wird mit 120 Aufführungen in 10 Jahren eine der bis dahin erfolgreichsten Inszenierungen am Wiener Burgtheater. Am Schluss gab es immerhin, das darf man doch auch nicht vergessen, war das Stück ein ganz großer Triumph. 40 Minuten Jubelgeschrei und Buhrufe gemischt. Was Schöneres hat sich Klaus Peimann gar nicht wünschen können. Und was Besseres hat sich der sterbenskranke Thomas Bernhard in den letzten 3 Monaten seines Lebens auch nicht wünschen können. Die Buß und die entrollten Transparente oben von der Tribüne, die wurden ständig überschrien mit demonstrativem Applaus. Und gegen Ende, also das Stück dauert, glaube ich, normal 3-3/4 Stunden. Bei der Premiere hat es 4-3/4 Stunden gedauert, weil so viele Zwischenrufe, so viele Gö und Jö und Dings waren. Und am Schluss war das ein Sensationstriumph.
Das durchwegs junge und neue Burgtheaterpublikum, durchmischt mit Prominenz, tobt vor Begeisterung. Ich weiß, dass wir runtergingen von meinem Büro, also vom Direktionsbüro, runter auf die Bühne zum Applaus. Gott sei Dank war der Applaus so lang, sonst hätte Bernhard die Bühne gar nicht mehr erreicht. Der Atem war schwer, die Gänge waren schwer, er wollte das natürlich nicht zugeben. Thomas Bernhard, 57-jährig und gezeichnet von seiner Krankheit, hat seinen größten und zugleich letzten Auftritt in der Öffentlichkeit. Es ist selten, dass ein Zeit seines Lebens unbequemer Künstler Applaus genießen kann. Die Gruppe, die angetreten war, die Vorstellung zu stören, ist kaum noch wahrzunehmen. Darunter Heinz-Christian Strache, ein damals unbekannter junger Rechtsradikaler. Er versucht sich an diesem Tag erstmals auf bürgerlichem Parkett. Der Strache war da oben, das ist ja Dokument, er konnte das nicht verleugnen. Er war der Oberradau-Bruder da oben, ist ja nichts dagegen zu sagen. Mit nur Jubel war er gar nicht kirchlich gewesen. Ich glaube, ihm haben ja diese Störorchester, diese Pfiffe, diese wahre Seele, die sich da gezeigt hat, das hat ihm viel mehr getaugt als jede Zustimmung. Verstehe ich auch gut. Die Transparente in den obersten Rängen haben ihre Wirkung eingebüßt. Das Publikum ist auf Seite des Autors. Hier manifestiert sich die Hoffnung auf ein anderes Österreich. Der Narr hat seine Schuldigkeit getan. Jetzt kann er in Frieden gehen. Ich glaube schon, dass da das Theater sich triumphal behauptet hat. Es hat Österreich zur Kenntlichkeit entstellt. Und das ist, glaube ich, der bleibende Effekt und die Nachwirkung, die dieser Theaterabend am 4. November 1988 gehabt hat. Das Stück, sogenanntes Skandalstück, ist zu einem der größten Theatererfolge in der Geschichte des Burgtheaters geworden. Die Leute gehen rein und hauen sich ab. Also diese Art des daraus was Lernens, die ist passé. Ja? Das heutige Theater ist so lammfromm und so harmlos und so egoistisch, dass es überhaupt nicht mehr begreift, was es könnte. Das weiß ich. Ich weiß, dass das Theater kann alles. Das kann die ganze Stadt in Flammen setzen und die ganze Stadt in Erregung versetzen. Das geht. Und es hat dann sogar auch eine Folge, nämlich wir sind Täter. Wir sind in Heldenplatz Täter gewesen. Das zeigt er uns.